Land der Kultur. Seine Stars heißen Carlos Gardel, Maradona und allen voran Mafalda. Denn Mafalda verkörpert den wahren Geist Argentiniens. Sie spielt gern Weltverbesserin, hasst Suppe, Autorität und Bürokraten aller Art. Mafalda, ein Geschöpf des argentinischen Zeichners Kino, feiert ihren 50. Geburtstag mit einer großen Gesamtausgabe. Generationen von Lesern schärften ihr politisches Bewusstsein mit Hilfe von Mafaldas Abenteuern im Land der Globalisierung. Zeichner Miguel Rep, Journalistin Leila Guerriero und Humorexperte Hugo Maradei beleuchten ein argentinisches Kulturphänomen. Mafalda ist ein Comic-Meisterwerk. Man verschlingt es regelrecht, weil es einfach wunderbar ist. Es ist in sich geschlossen und extrem durchdacht. Es ist wie bei den Beatles, nichts dran auszusetzen. Mafalda stellt ein etwa 10 Jahre altes Mädchen aus der Mittelschicht dar, das in einem Stadtteil von Buenos Aires lebt. Mafalda hat so ziemlich alle Probleme, die man als 10-Jährige haben kann. 1964 entspringt Mafalda der Feder von Kino und erscheint in der Tagespresse. In Argentinien, das sich mitten im künstlerischen Umbruch befindet, macht Kino den Comic-Strip als kürzeste Form des Comics populär. An den Comic-Strips von Mafalda wird die Intelligenz ihres Autors deutlich. Mich fasziniert sein Erzählschema, seine Art, ein Problem in 4 Kästchen zu lösen und komplexe Sachverhalte knapp darzustellen. Es wirkt immer so leichtfüßig, als ob sich Kino einfach hingesetzt und den Strip in 10 Minuten zu Papier gebracht hätte. Comicstrips sind dabei ein sehr schwieriges Format für einen Zeichner. Der Rahmen ist immer derselbe. Situation, Verlauf, Auflösung. Hinzu kommen die Sprechblasen. Das lässt dem Zeichner nur sehr wenig Raum. Mafalda zeichnet sich auch durch die Strichführung und ihre eigenartige Physiognomie aus. Mafalda hat einen riesen Schädel und Haare wie ich, die fast wie eine Baumkrone wirken. Sie hat keinen Hals. Man weiß nicht, ob Mafalda dick oder dünn ist. Jedenfalls ist sie eher hässlich, definitiv keine Schönheit. Die letzte und bekannteste Version von Mafalda unterscheidet sich sehr von der ersten. Am Anfang bestand Mafalda nur aus einem haarigen Helm. Inzwischen sind ihre Haare struppiger und ihr Kopf sticht hervor. Mit der Zeit hat der Zeichner sie weiterentwickelt. Sie ist stilisiert und ausgearbeitet. Mafaldas Körper spielt dagegen keine Rolle. Er fehlt praktisch. Egal wie ihr Körper aussieht, sie gebraucht ihn nicht. Wichtig an Mafalda ist ihr Kopf, weil sie immer nur nachdenkt. Und Mafalda denkt die ganze Zeit. Genau wie Charlie Brown von Charles M. Schulz wirkt Mafaldas brummige Fratze auf Kinder amüsant und auf Erwachsene verstörend mit ihrem hintergründigen schwarzen Humor. Ohne Snoopy und die Peanuts gäbe es Mafalda nicht. Die Peanuts revolutionierten den Kindercomic. Plötzlich waren Kinder keine Kinder mehr, sondern neurotische kleine Erwachsene. Mafalda ist kein echtes 7- oder 8-jähriges Kind. Sie ist nur das geniale Konstrukt eines kleinen Mädchens. Normalerweise untersteht ein Kind der Autorität seiner Eltern. Doch Mafalda hat ihre eigene Realität, von der ihre Eltern nichts ahnen. Zum Beispiel bedauert sie ihre eigene Mutter. Man erlebt, wie ein Kind Mitleid für einen Erwachsenen empfindet. Wie es erkennt, was in seinem Leben schiefläuft und wie das zum Frust und zum Scheitern führt.
Kino stellt sich ein Kind vor, das zum Erwachsenen sagt, so will ich nicht leben. Mit ihren 10 Jahren analysiert Mafalda auch die gesellschaftlichen Unruhen der 60er und 70er Jahre. Mit fast pathologischer Hartnäckigkeit. Mafalda ist eine Rebellin, die ihren Widerstand durch Zweifel zum Ausdruck bringt. Sie stellt nie kategorische Behauptungen auf, zieht aber vieles in Zweifel. Wäre es so oder so nicht viel besser? Am besten lässt sich die Thematik mit dem Schlagwort Globalisierung umschreiben. Damals gab es das zwar noch nicht, aber der Comic behandelt dieses Thema. Mafalda erschien im Kontext des Vietnamkriegs, der Kuba-Krise, der 68er-Revolte, der Beatles, der Rolle Europas und der Globalisierung. Im Comic ist nie von Argentinien die Rede, was Mafalda umso universeller macht. Auch als der Comic 1973 eingestellt wird, verschwindet Mafalda nicht von der Bildfläche. Ihre subversiven Comicstrips werden auch während der argentinischen Militärdiktatur einfach weitergelesen. Die Gesellschaft war deutlich machistischer geprägt. Dennoch wird sie hier aus weiblicher Sicht dargestellt. Das stand im völligen Widerspruch zum damaligen Zeitgeist. Ich denke, dass Mafalda in der Zeit der argentinischen Militärdiktatur für die Menschen, die sie weiterhin lasen, auch wenn sie nicht mehr erschien, einen Freiraum bedeutete. Comics wurden nicht sonderlich streng überwacht. Dass die Zensur Comics nie als echte Bedrohung wahrnahm, trug auch zum Mafalda-Phänomen bei. Wie dumm diese Leute sind. Man findet in Mafalda nämlich genau das freiheitliche Gedankengut der 60er Jahre wieder, das die Diktatur zwischen 1976 und 1983 mundtot machen wollte. Es würde mich nicht überraschen, wenn ein Diktator Mafalda liest und auch darüber lacht. Auch 50 Jahre später haben Mafaldas kritische Reflexionen also nichts von ihrer beunruhigenden Aktualität eingebüßt.